Hallo ihr Lieben, ich bin mit einigen ehemaligen Klassenkameraden in Prag und wir erkunden die Stadt und ein paar Bilder vom öffentlichen Nahverkehr, speziell von den Straßenbahnen, möchte ich euch hier zeigen. Viele moderne Straßenbahnen sind in der tschechischen Hauptstadt unterwegs, wie dieser dreiteilige Niederflurtriebwagen 15T gebaut bei Škoda. Aber auch die Vergangenheit ist noch unterwegs auf den Gleisen in Prag. Beispielsweise der Klassiker, der Tatra T3. Diese Fahrzeuge waren in ganz Osteuropa zu finden. Ich habe ihn in Dresden kennengelernt, wo solche Fahrzeuge wie in anderen Städten der DDR jahrzehntelang unterwegs waren. Und das ist der Ausblick aus der Straßenbahn auf den Radschien und natürlich auch hinunter auf die Moldau. Natürlich waren wir auch auf der Wyscherath, der Prager Hochburg, ein faszinierender Burgwall. Und von hier oben hat man einen traumhaften, allumfassenden Blick auf die goldene Stadt. In Prag sind eigentlich alle wichtigen Ziele mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln zu erreichen. Am Fuße des Festungshügels, die Moldau, einfach traumhaft. Wir hatten natürlich auch riesengroßes Glück mit dem Wetter. Und unten fährt die Straßenbahn, hier ein alter Tatra-Wagen im V200-Design. Es ist wahrlich beeindruckend, in was für einer dichten Folge die Straßenbahnen hintereinander fahren. Und wie flott diese unterwegs sind. Diese Bahn fliegt geradezu über die Brücke. Man kann die Moldau allerdings auch anders überqueren, etwas gemächlicher. Mit der Personenfähre, einem kleinen Motorschiff. Es geht auch eine Nummer größer mit dem historischen Schaufelraddampfschiff Ultava, einem Kulturdenkmal der Tschechischen Republik, Baujahr 1940. Auch schwimmend kann man die Moldau überqueren, aber das überlassen wir anderen. Wir, das heißt meine neuen ehemaligen Klassenkameraden und meine Wenigkeit, nehmen gerne und oft die Straßenbahn. Ein Vorteil für Leute über 70 ist die Mitfahrt grundsätzlich kostenlos. Ein feiner Zug der Straßenbahn in Prag. Gut festhalten muss man sich, denn die Bahnen sind sehr flott unterwegs, egal ob es die neuen Fahrzeuge von Škoda sind oder die alten Tatra-Wagen, von denen es auch noch einige Exemplare im etwas moderneren, aber ungewohnten eckigen Design gibt. Wir 10 ehemaligen Klassenkameraden genießen unsere goldene Abitursfahrt in die goldene Stadt mit allen Sinnen und auch natürlich mit den alten Straßenbahnen.